Herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Star Wars Republic Commando. Hier mit mir Ishma von Nostradamus Gaming auf dem super freshen Kanal Psycho198 und ich habe mir einige Kommentare durchgelesen. Da was stand denn da so drin? Das ist jetzt alles schon ein bisschen länger her. Meistens sind die Leute äußerst überrascht, wie es zu so einer hohen Content-Rate kommen konnte. Und diese Content-Rate wird uns zum Sieg führen. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir das auch alles umsonst. Aber hey, ich mach das sowieso nur zum Spaß. Also schaut rein, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ich versuche das so entertaining zu machen wie möglich. Und ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hin. Ich habe mir Überlegungen jetzt gemacht, was als nächstes kommt, und ich bin echt am Überlegen, ob ich das doppelteilig mache. Zwei Let's Plays auf einmal. Das ist bereits 2 Jahre her, dass ich sowas gemacht habe. Ob ich das wohl noch kann. Naja, auf jeden Fall sind wir hier zurück in Star Wars Republic Commando und sind auf dem malaysischen Flug MH1337 und der verschollen ist von der Republik, und da sind wir drauf und müssen den Flugschreiber finden. Also wir als Commander The Boss 38. Der Rest des Teams ist mit anderen Aufgaben betreut. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir legen los. Naja, jedes Mitglied des Delta-Teams wurde zu einem der 4 Datenkerne geschickt, um wichtige Informationen sicherzustellen. Ihr Primärziel ist der Flugschreiber des Datenkerns 8. Stoßen Sie anschließend zu Ihrem Team. Wir holen Sie dann ab. Darüber hinaus werden Sie Ihre Leute nach Bedarf bei der Ausführung Ihrer Befehle unterstützen. 07 hat Befehl, die Logdateien des Datenkerns auf Steuerbord zu sichern. Delta 40 kümmert sich um den Datenkern auf Backbord. Er Deltas, die Verbindung zum Berater ist gestört. Hat einer von Ihnen noch Kontakt? Kein Signal, Sir. 07 Ende. Ich höre nur Rauschen, Boss. 62 Ende. Negativ, Teamleader. 40 Ende. Ich wüsste gerne, was da los ist. Das ist nicht wichtig, oder, Sir? Stimmt, 40. Sobald die Leitung wieder steht, wird er sich wieder melden. Wir müssen bis dahin ein paar Daten besorgen. Ausschwärmen, Deltas. Ich glaube, ich habe jetzt noch mal kurz diese Besprechung hier durchlaufen lassen, die das Delta-Team gemacht hat. Auf jeden Fall sind wir hier in dem Geisterschiff und müssen Zugang zum 8er-Datenkern erlangen. Das ist, ach Gott, ist das alles wirr. Ich muss hier erstmal wieder reinkommen. Es wird eine schwierige Aufgabe, das sage ich euch. Das sieht aber alles ziemlich fesch aus hier. Und ich fühle mich ziemlich alleine. Okay. Scheiße, ist das dunkel. Eine Lampe habe ich nicht, ich bin ja nicht der Master Chief. Ein letztes Feuerchen. Und ein Datenbett. Was steht denn da so drauf? Oh Gott, das kann ich nicht lesen. Ist das republikanisch? Aus welchen Fraktionen besteht die Republik eigentlich? Die Republik ist ja der Zusammenschluss aus Typen, die Klone machen. Um eine Armee zu haben, die, irgendwie einigermaßen was taugt. Weil sie ja sonst nichts hat. Wow. Was? Ja, ich dachte erst, das wären Space-Tauben. Space-Tauben. Gebt euch das mal. Das sind Space-Flying Rats. Forgive me. I don't want to shoot the flying rat. Oder wie war? Naja. Minox im Torpedolager. Erteilen wir unseren diebischen Freunden eine Lektion in Sachen Disziplin. Deltas, Statusbericht. Vitaldaten? 407. Ich hab nichts. Hier, Delta 40, noch keine Vitaldaten. Hier 62, nur von den Minox, Sir. Erbärmlich. Wenn sich das Ungeziefer weiter durch die Leitungen frisst, ist das Schiff bald nur noch ein Haufen Schrott. Minox. Okay, Minox. Das wissen wir schon mal. Also die Space-Tauben. Von Nico Bellic. Verrieben. Ich habe ein paar Interferenzen auf meinem Visor. Jetzt sind sie weg. Seltsam. Interferenzen. Ich dachte, das ist ein Geisterschiff und kein Interferenzschiff. Nico, my cousin. I'm so glad you are not here. Welcome to the Geisterschiff. 6-2 nochmal. Ich hab wieder Interferenzen. Diesmal sind sie stärker. Kann fast nichts sehen. Was ist das? Ah!
Scheiße. 6-2, Delta 6-2, hören Sie mich? Bitte melden. Hau ab, du verdammter Blechhaufen! 6-2. Oh. Deltas, ich habe 6-2 verloren. Ist jemand in der Nähe, um nach ihm zu sehen? Bitte melden. Negativ, Sir. Ich muss aufpassen, Sir. Ach so, weil Sie aufpassen müssen, können Sie jetzt nicht nach ihm sehen. Wie war das jetzt mit der Nachtsicht? Das habe ich... Oh, fuck. Ah, Gott, fuck! Ah. Scheiße, Mann. Oh, Gott. Dummheit. Oh, was habe ich denn dafür gedrückt? So, das gibt es hier nämlich auch. Ist das alles ein Scheiß, ey. Wie mache ich die Nachtsicht an? Natürlich auf X. Gott, bless Amerika. Das ist ja echt scheiße jetzt. Ich muss unbedingt Bagda finden. Ob die hier wohl einen Bagda-Ständer hingestellt haben, für den Fall, dass so ein Idiot wie ich mir eine Granate selbst in den Hals schiebe. Der Blechhaufen auf jeden Fall, hat 6-2 gesagt. Ich denke, ich piss dir in den Sack, dass der Druidenprobleme hat. Was ist denn hier los überhaupt? Oh Gott, ist das doch... Okay, okay. Ist das auch ruhig? Keine Musik. Nee. Hey, wow. Ah, eine Space-Taube. Ein Minox, oder wie der heißt. Ich hab schon wieder vergessen, das war so unwichtig. Oh, hey. Hey, ein Kommando. Gott sei Dank. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Ich wollte gerade die Wartungsschächte scannen, als ich Blasterschüsse hörte. Ich bin sofort losgelaufen, aber als ich ankam, waren alle tot. Also haben Sie sich im Torpedolager versteckt? Nein, Sir. Ich wollte einen Torpedo abfeuern, um die Republik zu warnen. Aber jetzt sind Sie ja da. Tausend Dank für die Rettung. Was? Was ist das denn? Eine Space-Schildkröte, oder? Schade um die guten Gene. Oh, das war ein Androide. Ja, schade um die guten Gene. Ich habe die gleichen Gene, also. Licht an. So. Es ist gerade alles ein bisschen scheiße gelaufen, würde ich fast sagen. Was wollte er prüfen, die Dings da? Warum klingelt das verdammte Telefon immer? Da! Das passt hier voll nicht. Was zur Hölle ist denn das? Das ist voll SCP hier. Oh, gut. Ich guck mich hier mal um. Hä? Geht's da weiter oder was ist denn hier mit diesen Pets? Oh, hi. Diese Dinger wollten mir ein Loch in den Kopf bohren. Deltas, ich glaube, ich weiß, was mit 6-2 passiert. Scheiße, was? Eine Art Sammler-Droide. Achten Sie auf Interferenzen. Fixer, suchen Sie weiter nach 6-2. Das soll keine Drei-Mann-Show werden. Da! Zentrale, wir brauchen vielleicht einen neuen Delta-Leader. Sir, sind Sie okay? Nein, eben nicht. Oh, ich habe mich ja... Weil ich mich selbst angesprengt habe, weil... Ich habe ja auch nicht gespürt, dass ich angeschossen werde, weil es ist ja keine Vibra... ich habe immer noch kein Leben. Nee. Alles so semi-cool. Weil ich auch semi-klug bin. Hey, piss. Auf jeden Fall geht da jetzt wieder ein Klon drauf, also es leben noch welche. Das ist schon mal gut. Wo sind die denn? Diese Dinger wollten mir ein Loch in den Kopf bohren. Deltas, ich glaube, ich weiß, was mit 6-2 passiert ist. Eine Art Sammler-Droide. Achten Sie auf Interferenzen. Fixer, suchen Sie weiter nach 6-2. Das soll keine Drei-Mann-Show werden. Na, komm her. Au, Gott, der... Ach, das ist genauso wie bei den blöden Wächtern in Halo. Was soll der schon hin? Ist das hier genauer? Ich weiß es nicht, aber es liegt auf einer unheimlich blöden Taste. Achso, die Taste würde nämlich auch gehen, das ist doch cool. Schön sowas auf Z zu legen. Z. Das müsst ihr euch mal geben. Was ist denn hier mit der Musik los? Das geht ja gar nicht. Diese Pseudo Star Wars Musik gefällt mir gar nicht. Los, los, los! Scheiße. Wir haben hier einen toten Trooper, Deltas. Wie es aussieht, lauern auf diesem Schiff nicht nur Droiden.
Wieso nicht? Das war ein Tor. Wow, sein Kopf ist ab. Ich glaube nicht, dass das ein Sammler-Druide tut. Ich brauche Bagdad. Gott verdammt. Oh Gott. Blöd, dass das nicht Space-Tauben sind. Das sind scheiß Space... Kackhoden. Und die stören auch mein Signal. Ach Gott, sind die scheiße schnell, ey. Weiter so, Kleiner. Egal, wer das Schiff gestohlen hat, er hat ja einiges geändert, Deltas. Der Flur zum Datenkern auf Achtern ist blockiert. Ich hoffe, Sie kriechen gerne, Sir. Wir müssen nämlich durch die Droidenzugangsschächte. Das ist der einzige Weg. Großartig. Vielleicht müssen Sie sich reinhacken. Reinhacken, ja, natürlich. Blockiert. Wie? Was sind das überhaupt für Teile, die hier liegen? Wie kann man das hier überhin blockieren? Das war doch nicht mit Absicht. Das ist wie die versperrten Gänge in Halo 1. So gut sind die hier blockiert. Wo einfach Schrott liegt, der von nirgendwo herkommen kann. Ich muss nur die Zugangsbeschränkungen knacken. Nee. Natürlich nur. Ach, Piss im Sack. Da sind ein paar Droiden für den Schrotthaufen. Sind die Teile nervig? Das ist echt nicht schön. Wie unschön das ist. Mensch, Hilde. Oh, ich hab die kurz geknackt, Hilde. Jetzt Zeit zum Kuchen. Die Schächte müssen in die Nähe des Steuerbordkerns führen. Genau zu mir. Okay, warten Sie. Wir treffen uns am Kern. Oh, sehr schön. 7. Das ist schon mal ein Anfang. Es wird gegroovt, 7. Delta am Boden. Scheiße, 6-2. Da sind Sie ja, Sir. Wir sind nah genug dran, um den Status der anderen zu überwachen. Wie lautet Ihre Position, 7? Ich bin im Steuerbord-Datenkern. In Ihrer Nähe müsste ein Sichtfenster sein. Ein Sichtfenster, das reicht mir nicht. Bah, was ist... Ist das hier warm drin oder so? Oh, da ist der Kopf des Klons, den wir gerade gesehen haben. Ist das ein Saubermacht-Druide? Oh nein, ist die Musik traurig. Sie sagt deine Anaka. Oh nein, es ist so. Es ist so tragisch. Wir sind alle tot. Wir sind alle tot. Nur 7. Ah, da sind Sie. Ach, ich bin in einer Minute bei Ihnen, sobald ich die Logdateien runtergeladen habe. Ich meine gerade. Das war's. Jetzt. Moment. Oh, 7! Oh, wer ist denn das? 7! Hören Sie mich! Verdammt! 4062, bitte melden! Halten Sie die Augen nach bewaffneten Gegnern offen! Hier sind Trandoshaner. Sie haben 07 erledigt. Delta Team, bitte melden! 38! 04! Achten Sie auf! Fällen uns am Treffpunkt! Oh Gott! Ja, Delta hat unheimliche Probleme und wir haben Probleme mit Trandoshanern. Keine Ahnung, von welchem Planeten die kommen, aber die sind auf jeden Fall ziemlich... Boah, mies! Die erinnern mich an... Ah! Die Echsen sind zu fett, sie passen nicht durch den Droidenzugangsschacht. Da kriegen sie mich nie. Ah, Gott! Au! Gottverdammte Scheiße, die sind schnell, ich kann noch nicht vor ihnen wegrennen. Die blöden Säcke. Sie sind zu fett, sie können sich nur nicht ducken. Das sind Trandoshaner, okay. So. Von da oben sind die gekommen, also muss ich jetzt... Erlangen Sie Zugang zum Datenkern auf Steuerbord. Das geht nicht. Irgendwo backt da... Hier ist was. Ach Gott! Ja! Ja, das... Ach, das habe ich ganz vergessen. Meine Fresse, die können sich auf meinen Scheißkopf setzen. Mensch, ist das hier... Das ist hier... Ah, dafür habe ich nicht unterschrieben. Ah, 4-0 ist noch am Leben, aber... Der ist jetzt auch nicht mehr anzusprechen. Also wir haben echt die Arschkarte. Alles okay, Klang? Es ist cool, auf was für Sachen die hier geachtet haben. Das ist echt lustig. Ich mag das Spiel. Es ist echt ein gut gemachtes Spiel. Ich höre doch wieder einen von diesen. Ich habe Interferenzen. Wo sind sie?
Ja, Gott. Fliegende Ratten. Muss ich einfach da. Oh. Wow. Da, bist du. Da. Puh. Oh Mann. Na, noch so ein Druide, Alter. Scheiße. Ah Gott, Piss im Sack. Ah, nein, 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 nein. Ach, das ist doch nicht wahr. So ein blöder... Was soll ich denn machen, wenn er mir ins Gesicht fliegt? Das ist nämlich... Das ist so eine Sache, die ist scheiße. Die macht man nicht. Weil... ich habe ihn ja besiegt. Das heißt, egal was ich tue, ich sterbe. Wenn ich ihn nicht töte, sterbe ich, weil er mich abschießt. Wenn ich ihn töte, sterbe ich, weil er mir ins Gesicht fliegt. Also bin ich am Sack, weil ich keine Gesundheit habe. Ah, genau das meine ich. Okay, das zieht echt nicht viel ab, aber es ist zumindest etwas zu viel.